Hallo und herzlich willkommen. Heute ist es endlich soweit. Roomtour. Ich bin soweit, dass ich die erste Roomtour starten kann. Ein paar Kleinigkeiten hin und her fehlen noch. Aber heute gibt es die erste Roomtour. Los geht's. Und als allererstes, glaube ich, fangen wir mal mit einem Highlight an, und zwar mit dem Heck. Heck ist jetzt ganz was Spezielles, ganz was Besonderes. Also ich kenne es so auch noch aus keinen Videos. Also es ist wirklich, es ist mehr so ein Survival-Outdoor-Draußen-Camper. Deswegen ist das Heck auch etwas anders gestaltet als bei den meisten. Also wie man hier schon sehen kann, also ich habe hier hinten eine Rückwand drin. Diese Rückwand ist auch gedämmt. Und innen drin habe ich ein Alufenster, also ein alubeschichtetes Rollo. Das heißt, hier hält sich dann auch die Wärme drin. Also man kann auch mal schlafen. Ich glaube, bis 0 Grad ohne Heizung ist es eigentlich ganz angenehm. Dann haben wir hier unten einen riesengroßen Heckauszug. Der sieht ungefähr so aus. Relativ groß, ohne Schwerlastauszüge, ohne alles. Also es funktioniert aber auch wirklich gut und der ist auch wirklich fest. Also wenn man das sehen kann, kann ich hier quasi das Auto damit bewegen. Der ist wirklich stabil. Heckauszug. Hinten sieht man schon, habe ich ein bisschen Essen drin. Hier habe ich mein Geschirr drin. Und hier ist so ein Kruschfach für alles Mögliche, was man braucht. Jetzt geht es aber weiter. Das war es ja noch nicht mit dem Heckauszug. Also man kann jetzt hier links und rechts rausfahren. Hat dann links und rechts hier kleine Tische drin, was auch ziemlich cool ist. Und dann natürlich kommt die Bar raus, die jetzt allerdings nicht so wirklich gut bestückt ist, weil wir momentan nicht unterwegs sind. Also hier steht dann normalerweise unser Schnaps drin und dann gibt es einen rein. Ja? Sehr schön. Die ganzen Kumpels, die Camping-Cowboy-Kumpels, die versammeln sich auch immer hier außen rum und dann wird hier meistens getrunken. So, Kochstelle haben wir auch draußen. Da habe ich hier meinen Gaskocher, den kann ich hier vorne hinhängen. Das hat den Vorteil, in meinem letzten Camper, jeder, der das Video schon gesehen hat, von dem Minicamper, da habe ich im Auszug gekocht. Wenn man jetzt aber irgendwas Fettiges oder sonst irgendwas macht, dann spritzt das alles in den Auszug rein und dann ist es irgendwann einfach nicht mehr hübsch. Deswegen ist diesmal der Camper außerhalb des Auszugs und hier kann er so viel rumspritzen und rumtun, wie will, ist völlig egal. Genau, dann haben wir die Bar, dann haben wir den Kocher und hier kommt noch ein wunderschöner Mülleimer. Da habe ich hier eine Halterung, der ist übrigens auch ziemlich cool, den habe ich vom Aldi gekauft mit Soft Close. Super, ja. Mülleimer haben wir hier. Wenn man kocht und schneidet, hat man hier gleich einen Mülleimer, ist auch relativ praktisch. Und hier drin ist noch ein kleines Fächlein für Gläser. Und so bin ich eigentlich relativ gut ausgestattet für draußen zum Kochen und zum Leben und was weiß ich was alles. Und hier findet eigentlich die meiste Zeit das Leben statt am Camper. Gut, natürlich als allererstes hier. Wenn man den Camper aufreißt hinten, hat man gleich was zum Hinsetzen. Fertig. Ja, und dann kann man hier schon mal schön kochen. Hier oben habe ich noch zwei Haken dran gemacht. Die kann man raushaken und dann habe ich hier zum Beispiel mein Lämpchen. Das kann ich dann abends, wenn es dunkel wird, kann ich das anmachen. Sieht man jetzt nicht, dass es an ist. Ja, weil es so schönes Wetter ist. Wunderbar. Und auf der anderen Seite gibt es auch noch einen Haken. Und da hängt dann meistens die Boombox, damit man auch ein bisschen Musik unterwegs hat. Genau, sonst zum Auszug gibt es nichts zu sagen. Ist alles Vollholz, geflamed, 18 mm stark, so wie im ganzen Bus verbaut. Und so hat man eigentlich eine relativ schöne Partyfläche, in Anführungszeichen. Also hier können sich immer alle versammeln und dann wird aus der Bar getrunken und jeder darf sich bedienen und dann ist das hier eigentlich ganz hübsch. So, hinten zum Essen. Zum Essen hat man alles, was irgendwie nicht schlecht wird, also Nudeln und Ketchup und Dosenbohnen, lecker, ja? Schön Hot Chili, das ist auch super. Hier ist das ganze Geschirr drin, hier habe ich auch noch ein Geschirrhandtuch, da ist das hier zum Beispiel auch ganz praktisch wieder, wenn man zum Beispiel abgespült hat, kann man hier einfach aufhängen und dann trocknet es in der Sonne, das ist eigentlich ganz klasse.
Sonst habe ich hier hinten noch Schwämme und Besteck und Schneidebretter. Und hier drüben ist so ein kleines Wühlfach. Da hat man so alles, was man so braucht im Camper. Hier auf die Schnelle, also wenn man mit Kabelbindern irgendwas festmachen muss. Ein bisschen Panzertape ist dabei, eine Schere, Paracord und ja, alles Mögliche. Der Kusch. Und wenn sich hier beim Kochen, wenn er betrunken ist, sich in den Finger schneidet, gibt es natürlich auch Pflaster. So, sehr schön. Genau, das war's zum Auszug und jetzt gehen wir, glaube ich, als nächstes, boah, ich weiß gar nicht, was ich als nächstes zeigen soll. Ich glaube, wir gehen mal ganz kurz ins Führerhaus, weil da gibt es auch noch was, was ich zeigen möchte. Okay, kommen wir jetzt zum Führerhaus. Führerhaus ist eigentlich so belassen, wie es ist. Kurz hierzu noch, Opel Vivaro L2 Länge. Und zwar aus dem Grund, es gibt mehrere Gründe warum. Und zwar erstmal, ich muss in die Tiefgarage kommen, deswegen H1. Also dieser Camper hier, L2 H1, der passt auch eigentlich in jede genormte Tiefgarage rein. Das ist schon mal ziemlich praktisch. Vorne im Führerhaus habe ich eigentlich nicht viel gemacht. Ah, hier ist der Camping-Cowboy-Hut. Der muss natürlich auch immer dabei sein und der kleine Hut vorne dran. Und was ich eigentlich mal zeigen wollte, ich habe ja in diesem Bus habe ich auch ein paar Fenster drin und das zeige ich euch mal ganz kurz. Einmal klaue ich die Kamera und zwar, wenn man hier drin sitzt, man sieht oben, also man kann auf jeden Fall hinten rausgucken und wenn man sich dreht, rechts der Schulterblick, das verlängert das Leben von Fahrradfahrern und Fußgängern enorm, ja, weil es ist ja eigentlich schon ein relativ großes Auto und ich wollte nie, dass das erkannt wird eigentlich als Camper. Deswegen habe ich außen eigentlich überhaupt nichts gemacht und ich will auch außen nichts machen. Vielleicht noch mal ein bisschen folieren, aber sonst wird da nichts großartig gemacht. Denn wenn wir mal in der Stadt stehen, möchte ich nicht sofort sehen, dass das ein Camper ist. Also ich möchte so gut wie möglich nicht auffallen im Stealth Camper. Ja, sonst ist hier eigentlich nichts passiert. Biturbo, was kann ich dazu sagen? Ja, Biturbo, also 125 PS, es reicht eigentlich gut. Wir waren schon in Kroatien. Ich bin gut über die Alpen, über den Brenner, überall drüber gekommen bis jetzt. Es ist sogar so, dass ich meistens im Eco-Modus fahre und da ich ein Biturbo habe, wenn man im Eco-Modus fährt, schaltet dann quasi ein Turbo aus. Also ich sag mal, wenn man dann in Österreich ist oder in anderen Ländern als in Deutschland, gibt es ja überall eine Geschwindigkeitsbegrenzung, da darf man dann sowieso nicht schneller fahren und dann reicht es eigentlich auch. Das heißt, ein Liter auf 100 Kilometer wird es dann weniger quasi. Ich fahre momentan mit knapp über 7 Litern. Diese, das ist sehr gut für so ein großes Auto. Vor allem, wenn man noch mitbedenkt, dass der Ausbau hinten drin ungefähr 400 Kilo hat mit Gepäck und alles, was noch so reingepackt wird, ungefähr 500 Kilo, sind 7 Liter vollkommen in Ordnung. Gut, dann war es vorne am Führerhaus und dann gehen wir jetzt mal innen rein. Kommen wir quasi zum zweiten Herzstück nach dem Auszug hinten. Jetzt kommen wir zum Schlafbereich. Und da sage ich jetzt auch noch was dazu, oder was heißt zum Schlafbereich, zum Innenbereich. Jeder baut ja seinen Camper so aus, wie man es gerne hätte. Das ist ja der große Vorteil, wenn man selber ausbaut, man kriegt alles so, was man will. Bei mir ist es so, ich habe am liebsten ein Bett, ein großes Bett, ein gemütliches Bett und ich möchte in diesem Bett natürlich schlafen wie ein König. Das war mein Hauptanspruch, ja, nach dem Auszug hin. Gut, Einstiegsbereich ganz wichtig. Kleiner Tipp sowieso schon hier am Rande. Ein Fußabstreifer, damit man nicht den ganzen Dreck in den Camper reinträgt. Ja, vor allem auch, ich ziehe meine Schuhe meistens sogar hier draußen aus. Ja, also so, zack, und dann gehe ich hier auf den Fußabstreifer drauf. Dann kann ich nämlich mich im Stehen auch umziehen, anziehen oder sonst irgendwas dergleichen. Gut, im Innenbereich, das erste, was man hier vorne sieht, hier vorne ist meine Stromversorgung verbaut. Da gibt es nochmal ein extra Video, das zeige ich jetzt nur nochmal ganz kurz. Hier unten Soauki G500, eine riesengroße Lithium-Batterie. Naja, was heißt riesengroß? 500 Kilowattstunden, wie der Name schon sagt.
ist jetzt, finde ich jetzt persönlich, vollkommen ausreichend. Ja? Also wenn ich hier drauf drücke, dann geht die Nummer an. Wenn die Sache aus ist, ist wirklich aus und dann verbraucht er auch keinen Strom. So, wenn das jetzt halt hier so ist, ja, und bräuchte jetzt vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr Strom, dann halt habe ich hier hinten mein Solarpanel, 200 Watt, also wirklich ausreichend. Und die Nummer ist eigentlich wirklich ganz einfach. Ich hole das Kabel raus, dann lege ich die Nummer aufs Dach. Zack, beim Kopf. Vorsicht, immer erst anstecken, anmachen und dann das Solarpanel ganz öffnen. Und dann geht nichts kaputt. Hier ganz normaler Solarstecker. Einfach vorne anstecken. Zack. Und dann mache ich hier oben auf. So. Und dann habe ich hier oben mein Solarpanel drauflegen. Und wie man jetzt hier schon gut erkennen kann, haben wir jetzt hier 120 Watt ungefähr, wo wirklich Leistung reinkommt. Also 120 Watt reicht vollkommen aus. Also ich brauche alle 3 bis 4 Tage, brauche ich ungefähr 3, 4, 5 Stunden Sonne, dann ist die Nummer wieder komplett voll. Das brauchen wir noch ein bisschen rein. Das kann auch gleich da oben liegen bleiben, weil wie man gesehen hat, er ist nicht ganz voll. Dann machen wir den jetzt gleich mal voll. Mein großer Anspruch auch war, wenn ich hinkomme und stehe dann, ich möchte auf keinen Fall irgendwie was umbauen, umklappen, hin und her und so. Ich möchte hinfahren und die Nummer soll fertig sein. Genau, und da gehen wir mal in den Innenbereich rein. Also man sieht schon, es ist so gebaut, dass ich eigentlich gut sitzen kann. Hier habe ich dann noch einen kleinen Tisch hingebaut, den klappe ich einfach rauf und dann kann ich, hier habe ich noch eine Sitzmöglichkeit, auch sehr, sehr wichtig, Sitzmöglichkeit für die Wohnmobilzulassung. Wohnmobilzulassung habe ich auch schon ein Video gedreht, das könnt ihr euch gerne angucken, das verlinke ich euch auf jeden Fall nochmal unterm Video. Und wenn wir hier gleich bei den Verlinkungen sind, dann haue ich gleich noch eine raus und zwar hier oben. Sieht man, das Fenster ist eingefasst, hier hinten drin ist natürlich auch wieder Dämmung mit Amaflex. Alles 18 mm Vollholz oder Leimholz. Und hier oben habe ich auch, wenn ich sitze, habe ich auch immer noch so eine kleine Ablagefläche. Zum Beispiel für das neue Overlander 2. Selbstgebunden mit Paracord gibt es auch schon ein Video dazu. Das liegt zum Beispiel immer hier, weil der Tisch halt auch einfach nicht ganz so riesig ist. Genau, und hier kann man sitzen, wenn man zu zweit ist, sitzt dann meistens hier noch einer. Also der Hase zum Beispiel, der hinter der Kamera steht. Hallo Hase. Hallo. Hallo, der filmt das alles. Vielen Dank da schon mal für die Anna Banana, den Hasen, auch von den Camping Cowboys. Und genau, das war der Tisch. Den hat auch der, für die Wohnmobilzulassung ist es natürlich auch gefordert. Gut, machen wir den Tisch mal wieder runter. Zack, zack und den hinten wieder hoch. Hier alles, was bei mir irgendwie zum Klappen ist oder sonst irgendwas, ist natürlich auch mit Magneten. Das ist eigentlich eine super geile Nummer. Einfach hin, dann hält die Nummer. Gut, also ich komme an, stelle mich hin und dann ist die Nummer eigentlich fertig. Ich muss hinten nur noch den Auszug rausholen. Und was ich noch immer mache, kommen wir hier zum Bett. Zum Bett erzähle ich gleich noch was. Erstmal zeige ich euch das hier. Das ist der Bettkasten. Hier steht ja der Suaugi G500 und dahinter steht meine Domitec Kühlbox. 36 Liter Fassungsvermögen. Ist momentan auch nicht drin. Nur ein bisschen Bacardi und ein bisschen Sprit, ja, ein bisschen Bier. Aber diese Flaschen gehen auch stehend rein. Und das war mir auch ganz wichtig, dass die Höhe hier, dass ich quasi an meine Kühlbox komme, von draußen kann ich jetzt einfach hier reinfassen, die Kühlbox aufmachen, mir was rausholen, hinter wieder zum Auszug gehen, optimal. Was auch wichtig war, ist, dass die unters Bett passt und wenn ich auf dem Bett sitze, trotzdem noch, also richtig sitzen kann. Sonst ist hier unten drin eigentlich alles Mögliche, was man sonst noch braucht, also riesengroß Stauraum. Hier habe ich so einen Eimer. Da ist alles Mögliche drin.
an Werkzeug, ein paar Handschuhe, wenn man irgendwas machen muss, Getränke, hier habe ich noch eine Frischwasser, hier ist noch meine LED-Leiste, die noch nicht verbaut ist. Dann habe ich hier ein Schaufel kann man auch immer brauchen, ein Schaufel. Plane auch ganz wichtig, wenn man irgendwie improvisieren muss, wie wir in Kroatien, kann man auch im Kroatien-Video sehen, haben wir ein Vorzelt gebaut mit einer Plane, so eine Plane ist immer schlau, wenn man dabei hat. Hier sind die Campingstühle, die kann man auch gleich mal raus tun, die werden wir jetzt gleich noch brauchen, wenn wir uns dann lecker was zu essen kochen. Hier haben wir zwei Campingstühle, unten drin ist noch der Campingtisch, hier ist mein kleines Waschtäschchen quasi, da habe ich auch nicht wirklich viel drin, Zahnbürste, Zahnpasta und Creme und keine Ahnung. Was noch ganz wichtig ist für den Survival Camper, Green Door. Ja, also hier haben wir auch ein Shampoo, das zugelassen ist in Deutschland. Da muss man ein bisschen aufpassen, was man kauft. Es ist wirklich zugelassen, dass man sich zum Beispiel im Fluss, im Meer, im See waschen darf. Ja, mit dieser Seife. Die ist 100% abbaubar. Das sollte man hiermit nicht tun. Also hier ist noch früh. Das ist eher schlecht. Sonst habe ich hier hinten eigentlich auch nichts, nicht mehr viel drin. Das, was man da hinten sieht, diese Polster, das zeige ich euch gleich noch, für was das ist. Genau. Hier natürlich auch ganz wichtig, weil bei mir im Camper ist es ja meistens sauberer als zu Hause. Man braucht immer einen Staubsauger. Der wird natürlich auch geladen, wie man jetzt hier zum Beispiel sehen kann. Also hier ist. Ich kann jetzt hier die Steckdosen anmachen vom Suaoki. Jetzt sind sie an und dann stecke ich hier an und dann halt kann ich zum Beispiel meinen Staubsauger laden und der zieht jetzt momentan über die Steckdosen 9 Watt und 114 Watt gehen rein. Also das ist wirklich völlig ausreichend. Dieser Stecker hier ist für die Kühlbox, die steht ja genau dahinter, haben wir ja gerade gesehen. Stecke ich einfach an und dann halt läuft die Kühlbox. Kleiner Tipp zur Kühlbox. Bevor man wegfährt, nimmt man am besten von zu Hause aus ein Gefrierfach Icepacks und legt die in die Kühlbox rein. Und dann spart man quasi sich die ersten 2 Tage, wenn sie gut isoliert ist, die ersten 2 Tage schon mal einen Strom. Genau. Und jetzt kommen wir zum Bett. Ja, jetzt wurde ich natürlich gerade vom Hasen aufmerksam gemacht, dass wir schon ungefähr bei 20 Minuten sind. Und deswegen werde ich das teilen. Und werde es auf 2-mal aufteilen. Das heißt, wir werden uns gleich wiedersehen im 2. Teil.